Servus, ich bin Cornelia Müller. Im Studio Tannenhausen verbinde ich Architektur und Wildkräuter, meine beiden Leidenschaften. Wir machen die Weihnachtsgeschenke für die ganze Familie zusammen mit den Kindern. Gibt es dieses Jahr Badesalze? Was kommt als erstes? Das grobe Salz. Stellen wir nur Schweine mit drunter? Ich mache für die Oma. Grundlegend braucht man Salz, ein Öl, ein ätherisches Öl für die Wirkung. Und auch jetzt findet man nur die Tanne, die Fichte. Sag mal, was man bei euch für manche Düfte einnehmen? Was braucht Opa, was braucht die Oma? Du hast die Kiefer. Jetzt darfst du als nächstes nur Öl aussuchen. Ich will es von dem Extrem. Schau mal. Jetzt darfst du schon mal das Rühren anfangen. Mama. Wollt ihr jetzt nur Kräuter rein in euer Badesalz? Schafgarbe hast du dran gehabt, ja. Das ist blutstillend und kann man eben das Kraut einfach so zerreiben und mit Spucke gegen Mückenstiche oder eben auf Wunden und dann ist die Blutstillung relativ schnell. Schau, du kannst jetzt die ersten schon mal abfüllen.